Also erstmal Planke ist klar. Wichtig ist, ihr müsst die Füße auch drauf haben, sonst rutscht ihr weg. Also Planke einfach nur halten. Das wird ganz lustig, ja. Und Seitstütz. Einfach nur Beine. Sag ich doch. Also die Planke ist schon hart. Aber das ist ja nicht meine Idee gewesen, das war seine da in der roten Hose. So geht's. Ja, eigentlich dürfte der Bauch nicht drauf liegen, schon klar, ne? Schade. Bei dieser Übung könnt ihr Doppelbums machen. Ball runter, hoch.
Wirbel. Der Po geht hoch und dann zieht ihr einfach immer nur den Ball ran und wieder weg. Machen wir mal Vorbild. Po hoch und dann. Der Ball zu groß. Ich bin doch gar nicht so weit, ich weiß gar nicht, wo mein Po ist im Moment. Jetzt aber. Okay. Habt ihr? Nein, ja, jetzt. Oh. Nochmal zeigen? Ja. Mann, jetzt hast du dreimal gezeigt. Dann schlimmer wie in der Schule. Kannst du dann einmal 20 Minuten lang zeigen? Nee, kein Stöpsel, bin im Arsch. Okay, und dann zweite Übung. Beine lang. Und dann mit der. mit der Hüfte nach rechts und links drehen. Jetzt machen wir eine entspannte Gleichgewichtsübung. Ganz einfach. Auf dem Petsyball stehen, ja. Einmal auf dem Petsyball sitzen und einmal auf dem Petsyball knien.
Knien? Das geht nicht. Das geht. Das geht nicht. Das geht. Aber nicht du sollst dich immer widersprechen. Der ist so festgepumpt. Macht der das zu Hause auch? Nee. Nee? Ich hab das beim Reha mal gesehen, beim Reha-Training. Also, okay. Also erstmal. Da muss man Leute, die haben Rücken. Und die müssen da drauf. Also. Die Bälle sind ganz schön platt dafür. Mal gucken. Also, einmal so sitzen, Beine sind weg. Ja, fall mal noch hin. Und das zweite Mal, die Knie gehen auf den Ball und dann geht ihr mit den Füßen vom Ding weg. Ja.